Wir gehen zurück ins Jahr 1239. Dann würden wir jetzt hier auch auf einem Schotterhügel oben stehen. Etwa 14 Meter über der Aare. Links und rechts von dem Kieshaufen bahnt sich der Fluss Jahr für Jahr einen neuen Lauf. Das Umland ist fruchtbar und der Standort strategisch gut gelegen. Im Kopf vom adligen Ulrich von Klingen aus dem thurgauischen Meerstetten ist die Vision gewachsen, auf dem Hügel hier eine Stadt zu errichten. Der Ulrich von Klingen, der zweitgeborene Sohn aus dem Geschlecht der alten Klingen, hat sich geschickt verheiratet mit der Ita von Tegenfelden. Sie war Erbin von vielen Besitzungen im Aargau. So ist dazu gekommen, dass sich genau am 26. Dezember 1239 einige hohe Herren auf die Reise nach St. Blasien gemacht haben, um einen entsprechenden Vertrag zu unterschreiben. Der Stadtgründer ist schnell ans Werk gegangen und hat als erstes sein Wohnhaus, das Schloss, errichtet. Schon 4 Jahre später ist hier an diesem Ort eine kleine Stadt gestanden. Matteo, sag mal, was meinst du denn eigentlich du zu dem Ulrich von Klingen? Ich wünsche mir für die Stadt Klingenau Leute, die wie der Ulrich von Klingen eine Vision entwickeln. Weißt du, Papi, ein Macher, der die Idee einfach durchzieht? Es ist tief das Mittelalter. Man ist zusammengesessen an den Festtagen, bei Speis und Trank und hat über Turnierkämpfe, Gesang und Dichtung geplaudert. Und mit drin der Ritter Walter von Klingen. Er ist ein imposanter Mann, stark, dynamisch, erfolgreich und edel. Er ist auftreten als Minnesänger, als Turnierkämpfer. Er war Herr über einen grossen Landbesitz und über die Stadt Klingenau. Durch seine Grosszügigkeit hat der Johanniter hier in Klingenau eine Niederlassung bekommen. Er hat das Kloster Sion gegründet. Durch sein politisches Geschick als Verhandler und Rechtsberater an der Seite von König Rudolf von Habsburg hat er am Hof eine wichtige Rolle übernommen. Zusammen mit dem König hat er 1283 das Stadtrechtsdiplom in Aarau und ein Jahr später da von Bruck unterzeichnet. Hey, ein grossartiger Mann. Was meinst du, Matteo? Ja, Papi. Der war ein richtig cooler Typ. Ich wünsche mir für die Stadt Klingenau, dass wir wieder mal einen richtigen Rockstar hier in Klingenau haben.